Die Debatte über die chinesische Nationalhymne hat in Hongkong zu einem Eklat geführt. Ein Abgeordneter der Demokraten warf ein Gefäß, das mit einer braunen Masse gefüllt war, in den Plenarsaal. Der Oppositionelle wurde abgeführt, der Saal mit einem Desinfektionsmittel ausgesprüht. Erst nach einer Verhandlungspause wurde die Debatte fortgesetzt. Es ging um das geplante Gesetz, das die Beleidigung der chinesischen Nationalhymne unter Strafe stellen soll. Wer dagegen verstößt, soll mit bis zu 3 Jahren Haft und einer Geldstrafe bis zu umgerechnet 5.900 Euro bestraft werden können. Kritiker sehen darin einen weiteren Angriff auf die Meinungsfreiheit.